Und damit hallihallo und herzlich willkommen zum Friday. Heute mit einem meiner Lieblingsthemen, nämlich Kryptiden. Unter anderem auch einem meiner absoluten Lieblingskryptiden, dem Chupacabra, vor dem ich mich als Kind sehr, sehr, sehr gegruselt habe, dank der Akte X-Folge mit dem Dixie-Klo. Das war eine sehr schlimme Folge. Ich habe heute wieder drei sehr interessante Kryptide rausgesucht. Manche kennt ihr vielleicht, andere kennt ihr vielleicht nicht. Und ich habe mir überlegt, heute gehen wir ein bisschen back to the roots und beginnen mit einer Creepypasta, die sich mit einem der Kryptide beschäftigt. Denn Kryptide sind Kreaturen, von denen man nicht weiß, existieren sie wirklich oder nicht. Sie treten regional auf. Leute berichten, sie hätten eine seltsame Kreatur gesehen. Die sieht mal aus wie ein Bär, mal wie ein Löwe, mal wie ein Otter oder ein Fuchs, und es hat immer etwas Unheimliches und irgendwas unnatürlich dabei. Es gibt sogar Froschkryptide, die haben wir schon mal gesprochen. Auf jeden Fall spinnen sich daraus ganz viele Filme, entstehen dadurch und Creepypastas, Geschichten, all sowas, Fotomontagen, und ich finde, das ist das Schöne daran, dass es sehr zur Kreativität anregt. Und es gibt eine ganz beliebte Creepypasta, und da ich heute mit dem Goatman anfange, möchte ich zuerst euch die Creepypasta über den Goatman vorlesen. Die ist ein bisschen länger. Also für die, die das in der Zukunft auf YouTube schauen, ihr könnt vorspulen, wenn ihr sie nicht hören wollt, bis ihr nicht mehr Nancy's Goatman Story lest. Könnt ihr vorspulen. Und der Rest, der jetzt in der Gegenwand guckt, I'm so sorry, lasst euch einfach berieseln. Wir stehen die etwa 40 Minuten gemeinsam durch. Ich bin 16 Jahre alt und habe eine Familie in Alabama. Sie sind Farmer und besitzen ein großes Stück Land in Huntsville. Mein Onkel besitzt neben meinem großen Haus einen Haufen Wohnwagen, den er in den Wäldern zum Jagen und Campen aufstellt. Meine Cousins aus dem Süden schlugen mir damals vor, dass wir gemeinsam campen fahren sollten, da ich ein Stadtkind bin und sie mich zu gerne damit aufzogen. Ich sagte zu, und ein paar Tage später ging es los. Wir erreichten an einem warmen Septembermorgen das Camp, und es war offensichtlich, dass irgendetwas komisch war. In der Luft hing ein komischer elektrischer Geruch, wie kurz vor einem Gewitter. Wir dachten uns aber nichts dabei, packten aus und gingen direkt zu einem kleinen Bach, um ein paar Stunden zu schwimmen. Irgendwann stand plötzlich ein älterer Mann und ein Teenager vor uns. Der Alte hatte eine Schrotflinte in der Hand und fragte uns, was wir so tief in den Wäldern trieben. Ich erzählte ihm von meinem Onkel und den Wohnwagen, und es stellte sich heraus, dass die beiden sich kannten, was die seltsame Stimmung direkt lockerte. Jedoch warnte uns der Mann und sagte, wir sollen aufpassen und zusammenbleiben, da sich wohl ein großes Tier in den Wäldern herumtrieb. Sein Begleiter, welcher sich als sein Sohn herausstellte und etwa so alt war wie ich, fragte, ob er nicht eine Weile bei uns bleiben kann. Er war cool drauf, deswegen wir nichts dagegen hatten. Auch sein Vater stimmte zu, und so blieb der Junge namens Tanner bei uns. Insgesamt bestand unsere Gruppe aus 11 Leuten, 5 Mädchen und 6 Jungs. Wir waren alle zwischen 15 und 17 Jahre alt. Wir hatten Spaß, spielten Football und vertrödelten den Tag. Später kehrten wir zum Camp zurück und sammelten ein paar Sachen für ein Lagerfeuer zusammen, auch wenn die Wohnwagen mit Kochnischen ausgestattet waren. Tanner erklärte uns nebenbei, dass das Grundstück seiner Familie an das meines Onkels grenzt. Er wollte schnell nach Hause laufen und sein Dad fragen, ob er etwas länger bei uns bleiben und mit uns campen kann. Da es bald dunkel wurde, sagte mein Cousin Rooster, dass er ihn begleiten würde. Auch ein Mädchen aus der Gruppe schloss sich den beiden an. Es war etwa 19 Uhr und es wurde langsam ziemlich dunkel, weswegen sie sich mit Taschenlampen bewaffneten und sich auf den Weg zu Tans Grundstück machten. Etwa 30 oder 40 Minuten später fiel uns allen dieser seltsame Geruch auf, welchen wir schon tagsüber bemerkt hatten. Er überdeckte sogar den Geruch des Feuers, welches wir entfacht hatten. Es war ein ekliger, kupfriger Gestank und ähnelte den nach einem Nasenbluten. Es war nicht wirklich wie getrocknetes Blut, aber es war einfach dieser metallische Geruch, der einen förmlich im Hals stecken blieb. Wir dachten zunächst, dass es sich um eine Art elektrische Störung oder so etwas handelte und dass jemand vielleicht eine Herdplatte angelassen hatte. Wir suchten schnell die Wohnwagen ab, konnten aber nichts entdecken. Der Geruch war jedoch immer noch da und wir alle konnten es deutlich riechen. Unsere Suche nach der Ursache wurde jedoch unterbrochen, als wir plötzlich Schritte hörten, welche sich schnell unserem Camp näherten.
Wir erkannten Rooster, Ten und das Mädchen, die völlig außer Atem die Lichtung erreichten. Sie blieben nicht einmal stehen, sondern rannten direkt in den Wohnwagen. Etwas angestachelt von ihrer Angst folgten wir ihnen alle ins Innere. Es dauerte eine Weile, bis die drei sich beruhigen konnten. Selbst mein so gefasster Cousin brauchte etwas, um sich zu fangen. Er weinte sich erstmal seine verdammten Augen aus und brachte kein Wort raus. Während wir darauf warteten, zu erfahren, was passiert war, wurde das Feuer draußen immer kleiner, weswegen ein anderer meiner Cousins sagte: Scheiß drauf. Er wollte den Wohnwagen verlassen, um einen Generator aus einem kleinen Schuppen zu holen. Tanner sprang jedoch panisch auf. Scheiße, nein! Schließ die Haustür ab, hier geht keiner raus! Schrie er beinahe. Auch er hatte geweint. Seine Augen waren blutunterlaufen und geschwollen und seine Hose war komplett verdreckt. Er sammelte sich und erzählte, dass sie zu seinem Haus gegangen waren. Sein Vater hatte wohl gesagt: Klar, ihr könnt zelten gehen, aber seid auf dem Rückweg vorsichtig und nehmt vielleicht eines der Jagdgewehre mit, nur für den Fall. Offensichtlich hatten Tanner und sein Vater ein paar Tage zuvor etwas Seltsames im Garten gesehen. Außerdem hatten sie eins ihrer Schweine tot aufgefunden, aufgerissen und halb aufgefressen. Sie nahmen an, dass es nur ein paar Großkatzen oder Kojoten waren, obwohl die sich eigentlich nicht an lebenden Tieren vergingen. Tanner war jedoch nicht sonderlich besorgt, sondern hatte einfach seine Sachen gepackt und seinem Dad gesagt, dass sie ohne Gewehr zurechtkommen würden, da Kojoten Menschen normalerweise mieten. Als er fertig war, kehrten sie zurück zum Campingplatz. Während er erzählte, hörten Rooster und das Mädchen ebenfalls auf zu weinen und zu zittern. Jedoch starrten sie mit einem komischen Gesichtsausdruck aus dem Fenster. Er erzählte, dass sie etwa den halben Weg zum Lager zurückgelegt hatten, als sie anfingen, Dinge im Wald zu hören. Zu diesem Zeitpunkt war es schon fast stockdunkel, sodass sie sich zuerst nicht sicher waren, worum es sich handelte. Das Mädchen erzählte, dass sie etwas im Gebüsch direkt neben dem Pfad gehört hatte und dass sie daraufhin alle mit ihren Taschenlampen dorthin leuchteten und jemand im Wald in einer kleinen Mulde stehend erkannten. Rooster erklärte daraufhin, dass sie ihn angeschrien und gesagt hätten, dass er ihnen eine scheiß Angst einjage und was für ein Arschloch er sei. Tanner fuhr fort und erzählte weiter, dass er daraufhin bemerkt habe, dass der Kerl ihnen keine Beachtung schenkte, sondern sie nicht weiter ansah. Also gingen sie weiter, fingen jedoch an, diesen komischen metallischen Geruch wahrzunehmen. Sie erzählten, dass sie auf der gegenüberliegenden Seite in den Wald schauten und erneut den Kerl erkannten, der im Wald stand. Diesmal etwas näher. Er hatte ihnen den Rücken zugedreht. Daraufhin fingen sie an zu rennen und Tanner sagte immer wieder: Ich hätte das verdammte Gewehr nehmen sollen. Während sie die Geschichte erzählten, wurde der Geruch in der Hütte immer stärker und stärker. Wir erfuhren derweil weiter, dass sie, nachdem sie begonnen hatten, schneller zu laufen, eine Art leises Murmeln aus dem Wald hallen hörten. Sie hatten zunächst vermutet, dass die Geräusche wohl von unserer Gruppe kommen mussten. Das Mädchen leuchtete dennoch mit der Taschenlampe in den Wald und erkannte, dass sich etwas durch das Unterholz bewegte. Das komische Murmeln wurde immer lauter, weswegen sie schneller liefen. Als sie dann das Licht unseres Lagerfeuers sehen konnten, kam plötzlich etwa 40 Meter hinter ihnen etwas aus dem Wald gesprungen und sie rannten einfach panisch zum Wohnwagen. Wir vermuteten sofort, dass uns ein paar Hinterwäldler einen Streich spielen wollten. Wir waren also allein in einem verdammten Wald und wurden verarscht. Super! Plötzlich fing mein anderer Cousin, Junior, an zu erzählen, dass er mit einem Eingeborenen zur Schule ging, der ihm vom Goatman oder so einem Scheiß erzählte. Wir sagten sofort, dass er die Klappe halten solle, weil wir jetzt kein gruseliges Gerede brauchten. Aber er redete immer weiter davon, dass es sich bei der Gestalt um den Ziegenmann handelte und dass wir in seinem Wald waren. Bla bla bla. Zu dieser Zeit hatte ich noch nie etwas von einem Ziegenmann oder so etwas gehört, aber dann vor ein paar Jahren, das Jahr vor meinem College-Abschluss, hatte ich einen Ureinwohner als Mitbewohner und ich fragte ihn schließlich darüber aus. Und um es zusammenzufassen, es handelt sich im Grunde um einen Mann mit dem Kopf einer Ziege, der seine Gestalt verändern kann. Er schleicht sich unter Gruppen von Menschen, um sie zu terrorisieren. Bei ihm soll es sich um eine Art Wendigo handeln und es sei sehr schlecht, von ihm zu reden. Noch schlechter war es wohl, wenn man ihn sieht.
Bedenkt bitte, dass ich es damals nicht wusste und dass ich erst 16 war. Mein Cousin sagte dabei immer wieder, der Goatman kommt und wird uns holen, verdammt. Meine anderen Cousins und ich versuchten ihn zu beruhigen und ihn zu erklären, dass uns vermutlich einfach jemand verarschen wollte oder dass hier ein Tier herumschlich. Und dann fiel es uns plötzlich auf. Der Geruch war weg. Mit einem Schlag. Ich habe so etwas bis heute nicht wieder erlebt. Normalerweise verschwinden Gerüche oder werden schwächer. Aber hier war es anders. In einer Sekunde war er da und in der nächsten nicht mehr. Nach etwa einer Stunde, es war so gegen 21, 22 Uhr, hörten wir auf, uns vor Angst in die Hosen zu scheißen und gingen wieder nach draußen. Um das Lagerfeuer zu entfachen. Wir vermuteten, dass uns einfach ein paar Arschlöcher verarscht hatten, weswegen wir nicht heimgingen. Vermutlich würden sie uns dann durch den Wald jagen oder so eine Scheiße. In der Nacht passierte nichts Ungewöhnliches mehr, weswegen wir uns entschlossen, noch eine weitere Nacht zu bleiben. Und anfangs passierte nichts. Gegen 1 Uhr morgens saßen wir immer noch draußen, betranken uns und erzählten Geistergeschichten. Gerade als jemand irgendeine gruselige Geschichte, ich habe keine Ahnung mehr, worum es ging, beendet hatte, kam plötzlich der komische Geruch zurück. Und zwar so stark, dass eins der Mädels buchstäblich anfing zu kotzen. Ich stand auf und konnte spüren, wie klamm die Luft war. Ich sagte, dass sie am besten nach drinnen gehen sollten, aber um ehrlich zu sein, war das falsch. Wir hätten verdammt nochmal heimgehen sollen. Wir gingen also in einen der Wohnwagen zurück und standen etwas ahnungslos herum. Mein Cousin fing wieder an, ständig von dem Ziegenmann zu sprechen, weswegen Rooster ihm förmlich versuchte, das Maul zu stopfen. Ich hatte währenddessen die ganze Zeit das ungute Gefühl, dass etwas nicht stimmte. Ich konnte nur nicht recht greifen, was es war. Am Ende saßen wir alle zusammengekauert und verängstigt in der Hütte. Der Geruch war immer noch verdammt stark. Wir kochten uns ein paar Würstchen, die wir uns einteilten. Niemand wollte nach draußen oder in den anderen Camper gehen, um Nachschub zu holen. Wir hatten 3 von diesen 4er-Packungen. Ich grillte sie auf den Herd und gab jedem eine. Ich selbst nahm mir ebenfalls eine und begann zu essen. Nach einer Weile stand mein Cousin auf, ging zum Topf und wollte sich Nachschlag holen. Plötzlich fing er an zu meckern, warum ich bitte 2 Bratwürste essen durfte, während die anderen nur eine bekamen. Ich schaute ihn an und fragte, ob er bescheuert ist. Ich erklärte ihm, dass jeder nur eine bekommen hatte, weil es nicht genug gab und dass er sich gern selbst noch eine Packung holen und zubereiten solle, wenn er mehr wollte. Im nächsten Moment fing das Mädchen, das mit Rooster und Tanner unterwegs gewesen war, an zu schreien. »Oh Jesus! Oh Gott, bloß raus hier!« Sie weinte und zitterte am ganzen Körper. Das war der Moment, in welchem mein Cousin aufstand und ihm etwas zu dämmern schien. Er und ich sahen uns zeitgleich im Raum um. Und ich spürte, wie mir das Herz in die Hose sank. Ich rannte dicht gefolgt von den Mädchen raus. Die Tür knallte gegen die Seite des Wohnwagens und als alle panisch aus diesen rausrannten. Ein Freund meines Cousins fragte uns aufgebracht, was eigentlich los war. Ich fing panisch an zu zählen. Wir waren 11 Leute. Nur noch 11. Leute, ohne Scheiß, erklärte mein Cousin aufgebracht. Wir waren zu 12 in der Hütte gewesen. Aber da wir uns alle nicht so gut kannten, hatte die ganze Zeit über niemand wirklich bemerkt, dass eine Person zu viel bei uns gewesen war. Und in diesem Moment wurde mir klar, warum ich vorhin so ein komisches Gefühl hatte, dass etwas nicht stimmte. Man kennt es ja, wenn man einfach Spaß hat und nicht wirklich auf alles achtet, was um einen herum passiert. Ich war mir mittlerweile aber sicher, dass noch eine Person mehr mit uns im Wohnwagen war. Und zwar mindestens einen Tag lang. Was das alles noch schlimmer machte, war die Tatsache, dass ich nicht wirklich wusste, wer genau es war. Während das Mädchen panisch betete, saßen wir alle draußen. Irgendwann holten wir uns große Stöcke und Steine und gingen vorsichtig zurück in den Wohnwagen. Doch niemand war drin. Wir zählten noch einmal. Wir waren 11 Leute. Wir kehrten in den Wohnwagen zurück und schlossen die Tür ab. Wir erklärten den anderen, was uns aufgefallen war, und das Mädchen meldete sich zu Wort und erzählte, dass sie dasselbe bemerkt hatte wie wir. Sie erzählte außerdem, dass neben ihr eine Person gesessen hätte, die etwas zu ihr sagen wollte. Diese hatte sie fest am Bein gepackt, sich zu ihr geneigt und etwas gesagt, was er nicht verstand.
Wir alle waren unter Schock und kauerten uns zusammen. Irgendwann schlief ich vor Erschöpfung ein. Als ich wieder aufwachte, ging gerade die Sonne auf und die Hälfte der Gruppe war noch am Schlafen. Die andere Hälfte hatte damit begonnen, alles zusammenzupacken. Wir alle wollten nach Hause, schnellstmöglich. Naja, fast alle. Vier Leute wollten noch bleiben oder zumindest warten, bis die Sonne komplett aufgegangen war. Einige andere dachten nach wie vor, dass wir einfach nur Scheiße redeten und wollten einfach noch da bleiben. Ich kann nur sagen, ich wollte einfach nur aus diesem verdammten Wald raus. Das Mädchen, Kira, welche von der 12. Person neben Ziegenmann berührt wurde, und ich kam ins Gespräch und ich fragte sie, was sie glaubte, was passiert war. Sie sagte einfach nur, dass sie nach Hause nicht noch eine einzige Nacht hier verbringen wollte. Wir beschlossen, uns aufzuteilen. Die vier, die sofort gehen wollten, sollten gehen. Ich musste bis zum Schluss bleiben, da ich die Schlüssel für die Camper hatte, welche meinem Onkel gehörten. Ich war an diesem Punkt wirklich sauer, da ich das Gefühl hatte, dass die meisten von uns das alles nicht ernst nahmen. Und ich wollte definitiv keine Nacht mehr hier verbringen. Ich verbrachte also den Tag damit, den Rest der Gruppe, vier Mädchen und vier Jungs, davon zu überzeugen, heimzufahren. Tanner ging irgendwann auch heim, da er sein Gewehr holen wollte. Er versprach, zurückzukommen. Um 16 Uhr waren also noch 7 von uns übrig. Gegen 17 Uhr war er immer noch nicht zurück und ich wurde langsam nervös. Der einzige Grund, warum ich aufgehört hatte, sie zur Heimkehr zu überreden, war die Tatsache, dass sie bald ein Gewehr haben würden. Es war etwa 17.30 Uhr, als mein einer Cousin, der geblieben war, sagte, dass Kira draußen stand. Überrascht blickten wir aus dem Fenster und tatsächlich, sie stand an der Feuerstelle und hatte uns den Rücken zugewandt. Ich war verwundert. Wenn sie doch so viel Angst hatte, warum war sie hierher zurückgekehrt? Und sofort bemerkte ich dieses ungute Gefühl in meinem Bauch. Ich bemerkte außerdem, dass der seltsame metallische Geruch zurück war, wenn auch nur leicht und kaum merklich. Ich wandte mich dem Rest der Gruppe zu und versuchte, ihnen die Situation zu erklären. Verdammt. Wir hatten den verdammten Goatman unter uns. Doch sie lachten mich aus und fragten, ob ich das alles arrangiert hätte, um ihnen Angst zu machen. Ich schenkte ihnen einen »Ich verarsche euch gerade überhaupt nicht« Blick und fragte sie ernsthaft, warum ich so eine Scheiße genau tun sollte. Eines der Mädchen verdrehte nur die Augen und ging nach draußen, um nach Kira zu sehen. Doch auf halbem Weg stoppte sie. Kira hatte angefangen zu hecheln. Ich weiß nicht, wie ich es beschreiben soll. Es war, als ob jemand mit dem Rücken zu dir lachen würde, ohne dabei einen wirklichen Ton von sich zu geben. Und das war der Moment, in welchem ich erkannte, dass es im Wald sonst kein einziges Geräusch gab. Es war totenstill. Es war Ende September und es war zu dieser Zeit, auch wenn einzige Tage kühler waren, noch verdammt heiß. Und normalerweise hörte man Gänse oder irgendwelche anderen Vögel oder zumindest Eichhörnchen, irgendwas halt. Ich rannte also aus der Tür und schrie das Mädchen an, dass sie verdammt nochmal zurück in den Wohnwagen kommen sollte. Sie hörte auf mich und wir schlossen hinter ihr sofort die Tür und ließen die Jalousien bis auf eine herunter. Einer von uns setzte sich an das Fenster und beobachtete Kira, die einfach weiter regungslos dastand. Und das für etwa 20 Minuten. Dann gab es einen riesigen Knall an der Tür. Wir alle sprangen auf und versteckten uns im Wohnwagen. Es klopfte. Immer lauter. Mein Cousin hielt währenddessen eines der Mädchen fest. Beide kicherten und lachten, während sich die anderen fast vor Angst in die Hosen machten. Dann hörten wir Tan. Er schrie, »Macht keinen Scheiß und lasst mich verdammt nochmal rein!« Wir rannten sofort zur Tür, welche wir öffneten, und Tan stolperte herein. Er hatte ein Gewehr in der Hand. Draußen war sonst niemand. Er erzählte, dass er auf dem Weg zurück zu uns war, als er ein Mädchen gesehen hatte. Ein Mädchen, bei welchem es sich nicht um Kira handelte. Und dass sie einfach nur dagestanden hatte. Als er eine Lichtung erreichte, hatte sie sich zu ihm umgedreht und ihn angestarrt, während sie langsam begann, ihn zu verfolgen. Er erzählte weiter, dass er kurz bevor er den Wohnwagen erreicht hatte, bemerkte, dass sie immer näher kam. Als er die Tür erreicht hatte, hatte sie ihn wohl unbemerkt fast erreicht. Er seufzte und sah sich in der Hütte um, bevor er blass wurde. Er zog mich beiseite und flüsterte mir ein, »Du weißt, dass wir nur zu 7 hier drin sind, oder?« »Zu.« Mir wurde sofort übel.
Das Wesen war also schon im Wohnwagen gewesen, als Tan die Hütte verlassen hatte. Es muss sich im Laufe des Tages einfach heimlich zu uns gesellt haben. Nun war es wieder verschwunden. Wir sahen nach draußen und erkannten, dass niemand mehr da war. Wir zählten noch einmal alle Leute in der Hütte nach und ich fragte jeden noch einmal eindringlich, wie viele wir vorher waren. Alle sagten 8. Und ich sagte, nun, und wie viele sind wir jetzt? Erneut zählten wir nach. Wir sind zu 7. Tan hatte zum Glück ein paar Packungen Munition für das Gewehr mitgebracht. Er hatte seinem Dad außerdem erzählt, dass sie auf irgendein Tier im Wald gestoßen waren, denn ich wirklich glaubte, dass dieser ihm die Story vom Ziegenmann glauben würde. Er sagte außerdem, dass sein Cousin ein paar Stunden vorbeikommen und uns alle am nächsten Morgen heimfahren würde. Ich hatte wirklich eine Scheißangst, fühlte mich aber etwas besser. Immerhin hatten wir eine Waffe und konnten, was auch immer da draußen war, abknallen. Es dauerte nicht lange, bis es zu einem riesigen Streit zwischen meinem Cousin und einem der Mädchen kam. Sie dachte, dass ich versuchte, lustig zu sein und dass ich allen einfach einen Streich spielen wollte. Er hielt dagegen und sagte immer wieder, dass ich nicht so bin. Sie glaubte ihm nicht und fragte, woher denn alle wissen sollten, dass es sich bei dem Mädchen im Wald nicht um Tanner in einer Perücke gehandelt hatte. Oder dass, wenn es wirklich einen Ziegenmann gab, dieser sich nicht in dem Moment als Tanner ausgab und den Echten einfach getötet und seine Waffe genommen hatte. Der Streit eskalierte immer mehr. Tan und ich versuchten zu erklären, dass wir ernsthaft in Gefahr sein könnten und uns beruhigen sollten. Immerhin hatte sich anscheinend jemand oder etwas unter uns gemischt. Ein anderes Mädchen fing währenddessen an zu weinen und wollte sofort nach Hause fahren. Wir versuchten sie zu beruhigen und ihr beizubringen, dass niemand von uns jetzt rausgehen und im Wald herumlaufen sollte. Mittlerweile war die Sonne untergegangen und es wurde langsam dunkel. Wir versuchten uns zu beruhigen, aßen etwas und schalteten für eine Weile das Radio ein. Jedoch konnten wir nicht wirklich einen Sender mit gutem Empfang finden. Irgendwann tauchte Tans Cousin auf. Er hatte eine leistungsfähige Taschenlampe und noch ein Gewehr dabei. Da war es etwa 19 Uhr und die Sonne verschwand gerade über dem Horizont. Wir fragten Tan leise, ob er sich sicher war, dass der Typ wirklich sein Cousin war, und er versicherte uns dies. Bevor er in die Hütte kam, blickte er sich noch einmal im Lager um, schaute hinter sich, betrachtete uns alle und sah mit einem Mal etwas verwirrt aus. Er fragte, wo denn unsere Freundin geblieben war. Er war sich sicher, dass sie mittlerweile die Hütte erreicht haben sollte. Außerdem rümpfte er die Nase und fragte, ob wir Blut in dem Camper gekocht hätten, weil es den ganzen Weg über nach diesem gerochen hatte. Wir alle antworteten gleichzeitig mit einem trockenen Nope, bevor wir ihn noch einmal zu dem Mädchen befragten, welches er gesehen haben wollte. Er erzählte, dass er denselben Weg wie Tan benutzt hatte und dort mitten im Wald auf ein Mädchen unserer Gruppe gestoßen war, die einfach mitten auf dem Weg stand und ihn mit offenem Mund ansah. Er hatte ihr einige Fragen gestellt, doch sie hatte geschwiegen, ihn einfach nur angesehen und etwas gelächelt. Er hatte ihr erklärt, dass er weitergehen würde und sie ihm folgen sollte, doch ihm fiel dabei schnell auf, dass sie nicht wirklich mit ihm mithalten konnte und immer ein wenig hinter ihm zurückfiel. Er fragte, ob sie verletzt war oder Hilfe brauchte. Doch sie hatte ihn einfach nur weiter angestarrt. Er erzählte, dass er sich nichts weiter dabei dachte und erstmal weiterging, bis er um eine Ecke bog. Er wollte nachsehen, ob es ihr gut ging, doch der Weg war mit einem Mal leer, weswegen er annahm, dass sie wohl eine Abkürzung zum Wohnwagen genommen hatte. Daraufhin erzählten wir Tanas Cousin die ganze Geschichte, die sich hier abgespielt hatte. Ich will ehrlich sein, ich war mir sicher, dass er uns hier bescheuert halten würde. Doch er setzte sich einfach nur auf die Couch und lauschte. Als wir fertig waren, kam er noch einmal auf das Mädchen zurück. Er erzählte, dass sie immer wieder versucht hatte, hinter ihm herzuhinken. Und dass das irgendwie verdammt unheimlich gewesen war, weswegen er versucht hatte, sie vor sich zu halten. Doch egal, wie langsam er gegangen war, sie war immer wieder zurückgefallen und war hinter ihm geblieben. Und dann war ihm dieser eklige Geruch aufgefallen, der immer stärker wurde, je näher er dem Lager kam. Und irgendwann wurde er richtig stark. Daraufhin hatte das Mädchen etwas Leises gesagt, was er nicht verstand, weswegen er sich umdrehte. In diesem Moment war sie so nah an ihm dran gewesen, dass er zurückgewichen war. An diesem Punkt fragte er sie wohl erneut, ob es ihr gut ginge und ob er sie den Rest des Weges tragen sollte.
doch sie hat ihn einfach weiter angestarrt. Er erklärte, dass er nach ihr gegriffen hatte, um sie an der Schulter zu packen, doch irgendwie musste er sich verschätzt haben, da er neben sie griff. Sie hat ihn einfach weiter tot angestarrt. An diesem Punkt wussten wir, dass der ganze Scheiß echt war. Tan versuchte noch einen Scherz zu machen, doch man konnte deutlich erkennen, dass er sich vor Angst fast in die Hosen pisste. Die beiden luden anschließend ihre Gewehre. Wir aßen noch etwas und saßen bis etwa 23 Uhr rum. Immer wenn ich heute noch dran denke, bete ich einfach, dass das alles einfach ein riesiger Scherz war, den mir meine Cousins gespielt und nie aufgedeckt hatten. Kurz nach 23 Uhr änderte sich der metallische Geruch in einem wirklich ekligen, blutigen, ähnlich wie der von gekochtem Blut und versengten Haar. Tan und sein Cousin namens Reese standen sofort auf und schnappten sich die Gewehre. An der Tür konnten wir ein klopfendes, kratzendes Geräusch vernehmen. Außerdem hörten wir eine Stimme, die etwas so klingt, wie bei diesen YouTube-Katzen und Hunden klingt, deren Besitzer ihm beigebracht hatte, wie man spricht. Sie sagte: Mach keinen Scheiß und lasst mich verdammt nochmal rein. Mir gefror in diesem Moment das Blut in den Adern, während ein Mädchen einfach anfing zu weinen und zu beten. Es war verdammt offensichtlich, dass das kein Mensch zu uns sprach. Die Stimme hatte einfach keinen wirklichen Klang. Jeder hat doch irgendwann einen gewissen Rhythmus beim Sprechen, egal in welcher Sprache. Dieses Etwas da draußen hat es nicht. Es klang wirklich wie eine sprechende YouTube-Katze. Ich war mittlerweile in einem absoluten Horrormodus. Wir schrien alle immer wieder nach draußen: Wer ist da? Hör auf mit dem Scheiß! Und als Antwort hörten wir immer wieder ein Rein! Oder Lasst mich verdammt nochmal rein! Mit einem Mal wurde der Geruch weniger. Für die nächste Stunde hörte man dafür, wie etwas oder jemand im Wald herumschlich. Alle paar Minuten kam es jedoch wieder an die Tür und sprach mit uns. Gegen 2 Uhr war der Geruch komplett verblasst. Reese schien genug zu haben, da er mit einem Mann, so ein Scheiß, die Tür aufriss und einen Schuss in die Luft abfeuerte. Im Namen von Jesus Christus, geh weg! Schrie er und feuerte noch 2-mal in die Luft. Als Antwort hörten wir, etwas entfernt vom Wohnwagen, ein leises Röcheln und Schreien. Das Schreien wurde lauter und es klang so, als würden eine Frau und eine Katze gemeinsam kreischen. So etwas hatte ich bis dahin noch nie gehört. Plötzlich fing etwas in einem Gestrüpp an zu wackeln. Reese schoss noch einmal über die Baumgrenze hinweg, bevor er sich ins Haus zurückzog. Wir verriegelten schnell die Tür und hörten immer wieder dieses ekelhafte Gejammer und Geschrei. Reese erzählte, dass er gesehen habe, wie etwas aus dem Gebüsch in Richtung der Hütte gekrabbelt kam, weswegen er noch einmal geschossen hatte. Der Rest der Nacht verlief wie folgt. Dieses Ding schrie einfach ununterbrochen und wir konnten hören, wie es sich in den Bäumen bewegte. Aber es kam nicht zur Hütte. Irgendwann schliefen wir nach und nach ein. Tan erzählte ein paar Tage später, als alles vorbei war, dass er die ganze Nacht mit dem Gewehr in einem Stuhl gesessen und die Tür beobachtet hätte. Er sagte außerdem, dass er irgendwann eingenickt war, nachdem das Geschrei und die Geräusche langsam weniger wurden. Gerade als er fast eingeschlafen war, war er hochgeschreckt, da jemand aus dem Badezimmer kam und sich wieder auf den Boden legte. Er hatte angenommen, dass es einer von uns gewesen war, weswegen er versuchte, wieder zu schlafen. Doch irgendwie schien er zu bemerken, dass etwas nicht stimmte. Er tat so, als würde er schlafen und zählte noch einmal die Leute im Raum nach. Es waren 9 Leute, keine 8. Er wollte nicht versuchen, auf das verdammte Ding in der Hütte zu schießen, damit er nicht Gefahr lief, dass es uns angriff und tötete. Oder nicht riskieren, dass Reese aufwachte und begann, wild um sich zu schießen. Also blieb er die ganze Nacht wach und stellte sich schlafend. Er erzählte, dass das Wesen sich ab und an erhob, seltsam bewegte, fast als würde es tonlos lachen. Es tat jedoch nicht mehr, sondern legte sich einfach immer wieder hin. Die Geschichte endet aus meiner Sicht wirklich unspannend, da aus meiner Perspektive nicht mehr viel passiert ist. Wir sind alle irgendwann aufgewacht und mir fiel auf, dass Tan ein wenig nervös war und es vermied, uns in die Augen zu sehen. Wir aßen Frühstück, packten zusammen und machten uns auf den Weg zu seinem Haus. Tan selbst blieb als Letzter in der Hütte und sagte, dass er abschließen und meinen Onkel den Schlüssel bringen würde. Wir sollten einfach loslaufen und er würde uns einholen.
Ich gebe zu, ich wollte das eigentlich nicht, tat aber, was er sagte. Wir waren gerade ein Stück gegangen, als Tan irgendwann wieder zu uns stieß. Wir rannten ab dann im Grunde zurück zu seinem Haus. Sein Cousin hat uns anschließend alle nach Hause gebracht. Übrigens befand sich im Bad der Hütte ein Fenster. Ein Fenster, welches sie blöderweise nicht richtig abgeschlossen hatten. Tan erzählte, dass er beim Abschließen der Hütte noch einmal im Bad war und bemerkt hatte, dass es komplett offen stand. Das Wesen hatte vermutlich nur darauf gewartet, dass wir einen Fehler machten und war irgendwann in der Nacht zu uns gestoßen. Es war auch den ganzen gottverdammten Weg zu Tans Haus mit uns gelaufen. Er erzählte uns, dass er es gesehen hatte, wie es langsam von der Gruppe zurückfiel, als er uns einholen wollte. Es hat ihn noch einmal in die Augen gesehen, bevor es dann einfach im Wald verschwunden war. Das war eine kleine Creepypasta zum Thema Goatman, über den wir gleich noch intensiver reden werden. An dieser Stelle, wenn ihr noch nicht genug von Horrorgeschichten Creepypastas habt, auf meinem YouTube-Kanal gibt es Milliarden von Creepypastas und auch Horrorhörspiele mit verschiedenen Sprechern, Effekten. Ja, und jetzt, ja, ich finde es auch sehr gruselig, jetzt schauen wir uns diesen Goatman oder den Ziegenmann mal genauer an. Kleine Consentwarnung, es geht in diesem Abschnitt auch um einen Mord an Babys und um Rassismus. Halb Mensch, halb Ziege. Das suggeriert der Name der geheimnisvollen Bestie. Man sagt, dass es diese Wesen in Wäldern und an Brücken lauert und auf sein nächstes Opfer wartet. Ähnlich wie andere Kryptide wird die Legende seit Jahrzehnten weitergetragen und sorgt bei Einheimischen für Angst und Schrecken. Dadurch, dass der Goatman in verschiedenen Bundesstaaten vorkommen soll, ist der Ursprung der Legende sowohl unklar als auch sehr unterschiedlich. Selbst das Aussehen des Goatmans unterscheidet sich. So wird er mal als Mensch mit Ziegenkopf beschrieben, was zu der volkstümlichen Beschreibung des Teufels passt. Anderen Aussagen nach handelt es sich um ein Hybridwesen zwischen Mensch und Ziege. Mit menschenähnlichen Torso und Ziegenbeinen, ähnlich wie bei dem aus der griechischen Mythologie stammenden Satyr. Lasst uns nun von Alabama, wo unsere Geschichte mit den Campern stattgefunden hat, etwa 78 Meilen weiterreisen nach Maryland. Wir gehen in das Jahr 1957 zurück, wo die ersten Sichtungen des Maryland Goatman stattfinden. Menschen aus Maryland berichten von einem Menschen-Ziegen-Hybrid, welches in einer Höhle nahe der Stadt Bowie hausen soll. Gelegentlich soll das Wesen auch in den Wäldern sein Unwesen treiben. 1962 wird ein ganzes Massaker dem Goatman zugeschrieben. Angeblich soll die Kreatur 12 Kinder und 2 Erwachsene getötet und zum Teil gefressen haben, die nahe der Höhle in Bowie campten. Auch werden zahlreiche Morde und das Verschwinden von Haustieren dem Goatman zugesprochen. Auch bei der Brücke in Beltsville soll man den Goatman gesichtet haben. Wie wir später noch genauer erfahren werden, erscheint dieses Wesen auch an anderen Orten, an Brücken. Die Beltsville-Brücke ist eine sogenannte Crybaby Bridge. Das ist der Spitzname für einige Brücken Amerikas, die eine schaurige Legende teilen. Eine Mutter soll ihr ungewolltes oder deformiertes Baby über die Brücke geworfen haben und aus Kummer und Reue bringt sie sich selbst um. Seither hört man ein ständiges Schreien und Weinen eines Babys. So meinen auch viele an der Beltsville-Brücke Schreie zu hören. Aber das ist nicht die einzige Besonderheit. Maryland hat mehrere Crybaby-Bridges. Es gibt leider nicht genaue Aussagen über alle, jedoch wird gemunkelt, dass nahe der Brücke, wo der Goatman auftauchen soll, satanische Kirchen zu finden sind. Könnte dies die Herkunft des Goatmans erklären? Eine der bekanntesten Ursprungsgeschichten des Goatmans soll sich in Henry A. Wallace Beltsville Agriculture Research Center abgespielt haben. Ein Wissenschaftler, der mit der DNA von Ziegen und Menschen hantiert, soll so bei einem gescheiterten Experiment ein Monster erschaffen haben. Seitdem gibt es zahlreiche angebliche Sichtungen, die den Goatman beobachtet haben sollen, nicht nur aus Maryland, sondern auch aus Kentucky, Texas und Alabama. Und diese Geschichte schlägt durch die Verbreitung im Internet enorme Wellen.
Die Sprecherin dieses Forschungszentrums gibt in einer offiziellen Erklärung bekannt, dass diese Legende eine, Zitat, dumme Erfindung sei und es nie solch grausame Experimente im Forschungszentrum gab. Weiter geht es jetzt nach Kentucky, wo der Goatman unter einem anderen Namen bekannt ist. Dort nennt man ihn das Pope-Lick-Monster. Das Pope-Lick-Monster soll unter einer Eisenbahnbrücke über dem Pope-Lick Creek in der Stadt Louisville leben. Der Legende nach soll ein Wanderzirkus aus Kanada nach Louisville in den Stadtteil Fisherville gekommen sein. In manchen Erzählungen kann der Goatman fliehen, nachdem ein Zug auf dem Gerüst entgleist ist. Andere behaupten wiederum, dass das Monster eine verdrehte, wiedergeborene Form eines Bauers ist, der Ziegen im Tausch gegen satanische Kräfte geopfert hat. Das Monster soll über Hypnose und Stimmenimitation verfügen. So lockt es Menschen auf die Brücke, welche dann von Zügen erfasst werden und sterben. Andere behaupten wiederum, dass das Monster auf dem Gerüst lauert und unter sich fahrende Autos angreift. Seit dem Bau der Brücke tragen sich unzählige Todesfälle tatsächlich zu und das, obwohl ein 2,40 Meter hoher Zaun die Nervenkitzeljäger abhalten soll. Schuld daran ist einerseits der weit verbreitete Irrglaube, dass die Brücke verlassen ist. Das Gegenteil ist jedoch der Fall. Die Brücke führt zur wichtigen Eisenbahnverbindung nach Louisville. Mehrmals täglich überqueren also Güterzüge die Gleise. Und seitdem das Pope-Lick-Monster an Beliebtheit in der Popkultur findet, wie zum Beispiel durch einen Film, kommen immer mehr junge Leute an die Brücke, um die besagte Legende mit eigenen Augen zu sehen. Dadurch, dass die Gleise jedoch stark befahren sind, kommt es über Jahrzehnte zu einigen tödlichen Unfällen von Schaulustigen. Manche Ortsansässige schreiben diese Unfälle komplett dem Pope-Lick-Monster zu. Weiter führt uns das Mysterium des Goatmans nach Texas. Nördlich der Old Alton Bridge zieht eine Familie in ein kleines Haus. Oscar Washburn ist ein Ziegenzüchter und man sagt ihm nach, dass er ein ehrlicher und zuverlässiger Geschäftsmann ist. Unter den Heimischen wurde Washburn als Goatman bekannt, denn auf dem Schild an der Brücke steht This way to the Goatman, also hier geht's zum Ziegenmann. Durch Oscars stetig wachsenden Erfolg wächst aber auch der Unmut in der Gemeinde. Den Ansässigen ist es unangenehm, dass ein schwarzer Mann, der erst kürzlich hergezogen ist, so viel Erfolg hat. Im August 1938 überqueren Anhänger des Ku Klux Klan die Old Alton Bridge auf den Weg zu Oscar Washburn. Und der Klan überfällt die Familie und zerrt Oscar zur Brücke, wo sie ihm eine Schlinge um den Hals legen und ihn von der Höhe stoßen. Aber als sie nach unten sehen, um zu prüfen, ob Oscar tot ist, sehen sie nur eine leere Schlinge im Wind baumeln. Panisch rennen sie dann zum Haus der Washburn zurück und töten die restlichen Familienmitglieder. So lautet die Legende des Goatman der Old Alton Bridge. Einheimische warnen, dass man die Brücke nachts nicht ohne Scheinwerfer überqueren soll. Andernfalls wartet der Goatman auf der anderen Seite auf sie. Auch sagen einige Augenzeugen, dass in umliegenden Wäldern seltsame Lichter und Gestalten auftauchen. Einige behaupten, dass Besucher berührt, gepackt oder mit Steinen beworfen werden. Die übernatürlichen Vorkommnisse wecken Aufmerksamkeit von paranormalen Ermittlern und werden daher noch heute sehr oft besucht, wie in etwa von Teams von Ghost Adventures und BuzzFeed Unsolved Supernatural. Und auch an anderen Orten von Texas wurde ein Monster gesichtet, das stark auf den Goatman vermuten lässt. Hört gut zu, in klaren Nächten wie heute werdet ihr seine Schreie hören. So erzählen es Betreuer den Kindern in einem Sommercamp am Lake Worth. Seit Juli 1969 berichten einige Menschen vor Ort von einem Wesen, halb Mensch, halb Ziege mit Fell und Schuppen. So wird schnell angenommen, dass im See eine mysteriöse Kreatur leben muss. Schnell schnappt auch die lokale Zeitung das Thema auf. Und Schlagzeilen, die berichten, dass das Monster auf das Auto eines Mannes gesprungen sei und die Reifen auf eine Gruppe Menschen wirft. Und dazu wird ein Foto veröffentlicht, das das Wesen angeblich zeigt. Der Artikel schlägt Wellen und Schaulustige fahren zum See, um einen Blick auf die Kreatur zu erhaschen. Und auch die örtliche Polizei nimmt den Fall auf, kann aber nach einiger Ermittlung keine Beweise für das Monster um Lake Worth und Greer Island finden.
Alan Plaster, der zuvor 1969 die Kreatur fotografiert haben soll, wird näher interviewt. Und der Fotograf beschreibt, dass er das Foto beim Vorbeifahren am Nature Center geschossen hat. Was auch immer es war, es wollte gesehen werden, meint Plaster, der den mannshohen, weißen Fellball als Sichtung eines Streiches sieht. Die Vermutung bestärkt sich, als man bemerkt, dass die Sichtung des Monsters mit dem Schulbeginn deutlich abnimmt. Und so wird geglaubt, dass einige Highschool-Schüler sich einen Scherz erlaubt haben. 2005 erhalten Reporter des Fort Worth Star-Telegram einen anonymen Brief von jemandem, der behauptet, im Sommer 1969 mit zwei weiteren Mitschülern eine Staniolmaske zu nutzen, um Leute am Lake Worth zu erschrecken. Und noch später im Jahr 2009 veröffentlicht die Zeitschrift Fort Worth einen Artikel, wo ein unbekannter Mann behauptet hatte, damals der Täter des Reifenwurfs gewesen zu sein. Ob es nun das Lake Worth Monster gibt oder nicht, genießt es bei den vielen Menschen vor Ort eine große Beliebtheit mit wachsender Popkultur. Seit 2009, zum 40. Jahrestag der Sichtung, veranstaltet das Fort Worth Nature Center and Refuge jedes Jahr im Oktober ein Lake Worth Monsterfest. Ob nun der Goatman ein wissenschaftliches Experiment, ein Dämon oder einfach nur ein Hirngespinst ist, lässt sich nicht sagen. Nichtsdestotrotz ist und bleibt der Goatman ein unheimlicher Kryptid, der Camper und Schaulustigen auflauert. Nun gehen wir zum Chupacabra. An dieser Stelle eine kleine Content-Warnung. Ihr werdet Bilder von toten Tieren sehen. Nur an dieser Stelle schnell gewarnt. Juli 2007 in Texas. Die Jägerin Phyllis Collin findet auf ihrem Grundstück den Kadaver eines merkwürdigen Tieres außerhalb ihrer Ranch. Das Tier soll 26 ihrer Hühner gerissen haben. Sie enthauptet das Tier und will den Kopf für DNA-Proben sichern. Außerdem möchte sie den Kopf auch für sich selbst, also einen Platz an der Wand in ihrem Wohnzimmer, erhalten. Sie ist sich sicher, in ihren Händen hält sie ein Exemplar des wohl berühmtesten Vampirs nach Dracula. Sie hat den sagenumwobenen Chupacabra in ihren Händen. Erzählungen vom Chupacabra tauchen das erste Mal 1995 in Puerto Rico auf. Und sein Name ist Programm. Er setzt sich zusammen aus den spanischen Worten Chupa und Cabra und bedeutet so viel wie Ziegensauger. Wie ein Vampir soll das Wesen Kleinvieh wie Ziegen, Schafe und Hühner die Kehle aufbeißen und das Blut aussaugen. Die erste Augenzeugin ist die Puerto Ricanerin Madeline Tolentino und sie beschreibt ihre Sichtung. Ein Wesen, das auf zwei Beinen geht, dunkle Augen, lange Gliedmaßen, Stacheln auf dem Rücken hat. Und ihr Bericht gelangt in die örtliche Lokalzeitung. Aber mit dem Internet verbreitet sich auch der Chupacabra über die Landesgrenzen hinaus. Erzählungen des Chupacabras gehen von Lateinamerika und reichen dann bis nach Texas und Südkalifornien. Selbst in Russland soll es Sichtungen gegeben haben. Von seiner ersten Sichtung bis ins Jahr 2005 werden über 15.000 Fälle registriert. Ungeklärte Tode von Nutzvieh wird dem Chupacabra zugeschrieben. Und die Berichte von weiteren Sichtungen ähneln der Erzählung von Madeline Tolentino. Diverse Theorien zur Herkunft des Chupacabra werden aufgestellt. Es wird behauptet, es sei eine Bestie, die bei missglückten genetischen Experimenten entstanden ist. Chilenische Medien sollen im Jahr 2000 sogar die NASA bezichtigt haben, das Wesen erschaffen zu haben. Eine der gängigsten Theorien ist, dass der Chupacabra mit einem UFO auf die Erde gebracht worden sei. Seine Beschreibung mutet tatsächlich etwas Alienhaftes an. Als der Chupacabra im Jahr 1995 auftaucht, erscheint auch ein Sci-Fi-Horrorfilm in den Kinos, Species. Und der dort gezeigte Alien Seal hat überraschende Ähnlichkeiten mit der Beschreibung des Chupacabras von Madeline Tolentino. Selbst Madeline Tolentino sagt in Interviews, dass der Chupacabra so aussehe wie das Monster in diesem Film. Zur Jahrtausendwende erfährt dann der Chupacabra eine Veränderung. Die Erzählungen gehen weg von dem Alienhaften des Wesens und es wird nun beschrieben als eine Art haarloses, hundeartiges Wesen. Tatsächlich tauchen auch Kadaver auf die die Beschreibung zutreffen könnte. Und für Forschende ist das ein Glücksfall, denn endlich können sie diese angeblichen Chupacabra-Kadaver untersuchen.
und DNA-Tests ergeben, es sind Kojoten. Kojoten, die zu Lebzeiten von Räude befallen wurden. Eine Hautkrankheit, ausgelöst durch Milbenbefall. Im fortgeschrittenen Stadium führt diese dann auch zum Verlust der Haare, was das Auftreten nackter Kojoten erklärt. Und auch bei Phyllis Collin kommt die DNA-Probe zu dem Schluss, dass es sich um einen Kojoten handelt. Die Texanerin hält allerdings an ihrem Fund fest. Der Chupacabra hat es längst in die Popkultur geschafft. Er taucht auf in Akte X und im Horrorfilm Chupacabra Terror. Auf Instagram finden sich zahlreiche Bilder, Kostüme und Zeichnungen unter dem Hashtag El Chupacabra. Auch wenn die Existenz des Chupacabras nicht bewiesen werden konnte, eins ist sicher, aus dem kulturellen Gedächtnis der Menschen wird das Wesen so schnell nicht verschwinden. Und wer weiß, die Wahrheit liegt vielleicht irgendwo da draußen. Und nun kommen wir noch zu einem Kryptid, das hier in Europa gesehen wurde. Und da begeben wir uns nach Irland, zum Dovahkiin. Es ist nicht ungewöhnlich, dass Ehepartner sich entscheiden, nebeneinander begraben zu werden. Aus diesem Grund sehen die Grabsteine von Grace Connolly und ihrem Ehemann Terence auf den ersten Blick normal aus. Mysteriöse Gravuren lässt Touristen aber wundern, was das bedeutet. Jede Person aus Glendate erzählt die gleiche dunkle Geschichte über diese Gräber. Grace lebt zusammen mit ihrem Ehemann Terence in Creevalier, welches nahe an Sligo im Nordwesten von Irland liegt. Der 11. September im Jahr 1722 ist für die junge Dame nur ein weiterer normaler Tag, an dem sie einen Korb voller Kleidung zum naheliegenden Fluss trägt. In Ruhe wäscht sie die Bekleidung von sich selbst und ihrem Mann, bis sie eine Bewegung in ihrem Augenwinkel bemerkt. Mit einem schnellen Blick zur Seite scheint sie aber dennoch nicht zu erkennen. Selbst wenn, was wird es schon sein? Sicherlich nur ein Hund, der sich verlaufen hat. Wieder konzentriert sich Grace auf die Wäsche, die vor ihr im Wasser liegt. Alles wirkt normal für Terence, als dieser dann zu Hause ankommt. Nur, dass er Grace nicht finden kann. Er ruft also sofort nach seiner Frau. Statt aber einer normalen Antwort hört der Ehemann ein schrilles Schreien, das aus der Richtung des Flusses kommt. Schnell und voller Panik rennt er dem Schrei nach. Was er aber sieht, lässt sein Herz wirklich stillstehen. Grace liegt am Ufer des Flusses. Ihr Körper zerfetzt und aufgerissen, während ihr Blut in den Fluss sickert. Und die große Kreatur, die Grace das Leben genommen hat, liegt auf ihrem Körper und scheint friedlich zu schlafen. Auf den ersten Blick sieht es wie ein normaler Otter aus, nur in der Größe eines ausgewachsenen Krokodils. Direkt weiß Terence, dass er den Dovahkiin vor sich liegen hat. Die Wut, die sich in ihm anstaut, ist zu überwältigend und er greift, ohne groß nachzudenken, nach seiner Waffe. Langsam schleicht sich der junge Mann an das haarige Wasserbiest vor ihm und sticht zu. Verzweifelt versucht die Kreatur sich zu wehren und zappelt wild um sich. Mehrmals sticht Terence zu und es scheint, der Sieg gehört ihm. Mit seinem letzten Atemzug lässt der Dovahkiin einen lauten, pfeifenden Schrei raus. Und aus dem Wasser erhebt sich ein zweiter dieser Kreatur und rennt wutentbrannt auf ihn zu. Mit einer schnellen Geschwindigkeit spurtet Terence zu seinem Pferd, welches noch in seinem Haus auf ihn wartet, und reitet im Galopp los. Meilenweit reitet er, bis sein Pferd nicht mehr kann und er Cashigaran erreicht. Bei der lokalen Schmiede trifft Terence auf einen Hufschmied, welcher genau weiß, was diese Kreatur ist, die auf das Dorf zukommt. Schnell versucht er dem panischen Terence zu erklären, was er tun soll und reicht ihm ein Schwert. Laut des Schmieds Aussage soll die Kreatur das Pferd am Hals anspringen, was sein einziger Zeitpunkt ist, die wütende Kreatur zu töten. Der Dovahkiin lässt ihn also nicht lange warten und springt wütend auf sein Opfer zu, verbeißt sich fest in den Hals vom Pferd, welches sich noch versucht zu wehren. Und ohne zu zögern, zückt Terence seine Waffe, rammt sie durch den Hals des Pferdes und trifft die Seekreatur damit in den Kopf. Somit tötet Terence seinen zweiten Dovahkiin. Natürlich ist dies eine Geschichte, die heutzutage einfach jeder erfinden und weitererzählen kann.
Aber die Gräber von dem Ehepaar gibt es wirklich. Noch heute kann man die Gräber auf einem kleinen Friedhof in Drummonds finden. Was ihre Ruhestätte besonders macht, sind die auffälligen Gravuren, die in Stein gemeißelt sind. Eine zeigt eine Figur, die auf einem hohen Pferd sitzt und ein Schwert durch dessen Hals rammt. Die zweite Gravur soll die Kreatur darstellen. Sein Kopf nach oben geneigt und eine Klinge, die ihm in den Hals sticht. Aber was ist der Dovahkiin wirklich? Tatsächlich hat er verschiedene Namen. Vermehrt ist er als Dovahkiin bekannt, was so ziemlich Wasserhund übersetzt heißt. Weiterhin ist er noch unter ein paar anderen Namen bekannt. Darunter sind der Otterkönig und auch Irlands Krokodil, da diese Kreatur eine überraschende Größe an sich hat. Laut mehreren Berichten sind diese otterartigen Wesen genauso groß wie ausgewachsene Krokodile und haben genau wie das schuppige Raubtier eine große Kraft in ihren Kiefern. Sie sehen dennoch wie ein gewöhnlicher Otter aus, auch wenn es Sichtungen von haarlosen Dovahkiin gibt. Die letzte Sichtung des riesigen Otters liegt auch noch nicht allzu weit entfernt. Im Jahr 2009 berichtet Sean Corcoran, einen riesigen Otter in Nordwestirland gesehen zu haben. Darunter beschreibt er, dass das große Tier die ganze Breite des Sees nur in Sekunden hinter sich gelegt hat. Das Tier springt laut Seans Aussage auf einen Felsen und verschwindet in den Wald mit einem kreischenden Geheule. Auch soll der Dovahkiin in dieser Aussage orangefarbene Flossen haben. In den modernen Medien findet man eher selten etwas über diese otterartigen Kreaturen, obwohl sie auch relativ häufig in akademischen Werken vorkommt. Darunter liegen einige Bücher wie The Beast That Hid from Man von Karl Schuka und The Anatomy of Puck von Catherine Briggs. Wenn man aber eher in den heutigen Medien noch etwas von dem Dovahkiin finden will, muss man sich mit weniger zufriedenstellen. Lediglich gibt es eine Folge von Boogeyman, Monsters Among Us, welche etwas in der Erkundung um den Dovahkiin eintaucht und eine Metalband, die sich nach der Kreatur nennt. Schließlich bleiben noch die Menschen, die an die Existenz des Wesens zweifeln und versuchen es auf eine eher natürlichere Weise zu erklären. Eine Theorie besagt, dass das Tier, was Grace das Leben genommen hat, ein Seelöwe gewesen sein soll. Es ist bekannt, dass Seelöwen zwar Menschen stark verletzen können, nur ergibt es keinen Sinn, weshalb sich Seelöwen in Irland aufhalten. Auch wird vermutet, dass diese Otterart eigentlich eine bereits ausgestorbene und prähistorische Art des Tieres sein soll. Sie sehen den heutigen Flussottern ähnlich, aber sie können bis zu 1,90 Meter groß und 50 Kilo schwer werden. Fast perfekt würde das also auf den Dovahkiin passen. Das einzige Problem ist, dass diese ausgestorbene Otterart nur in China gefunden werden konnte. Was also die genaue Herkunft oder Ursache für den König der Otter ist, kann keiner so richtig erklären. Ob noch weitere in den Seen von Irlands herumschwimmen, kann auch keiner richtig sagen. Das Einzige, was felsenfest bleibt, ist die Geschichte, die die Gräber des Ehepaars erzählen. Auf ewig verziert mit dem Bild des mörderischen Dovahkiin. Das war heute meine kleine Reise zu unheimlichen Kryptiden. Wenn es euch gefallen hat, ich habe noch ein paar andere Kryptiden in anderen Streams gemacht, die zum Beispiel auch auf YouTube sind. Und ja, was glaubt ihr? Ist möglicherweise etwas an den Geschichten dran oder sind das alles nur Legenden? Ich bin sehr gespannt auf eine Diskussion mit euch.